Liebe Kolleginnen und Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, aus dem tollsten Beruf der Welt, nämlich der Pflege, natürlich werdet ihr euch für eine Kammer letztendlich entscheiden, weil das ist NRW, immer fortschrittlich, immer aktiv und we stay positive. Also Kammer, what else? Hello everyone and welcome to this new episode of Pflegestärke, der Kammer-Podcast für NRW. Wir sprechen heute nicht die ganze Zeit Englisch, aber wir haben heute ein britisches Thema, nämlich wir wollen über die britische Pflegekammer sprechen und haben dazu einen Gast eingeladen, nämlich Sabine Torgler, die in Großbritannien lebt, Gott sei Dank aber Deutsch spricht, sodass wir eben nicht die ganze Zeit Englisch sprechen müssen. Der aber auch, glaube ich, das Thema der englischen Sprache auch im Pflegebereich so ein kleiner Herzensangelegenheit ist. Deshalb werden wir auch darauf nochmal mit eingehen. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute da bist, Sabine. Grüß dich. Dankeschön. Dankeschön. Thank you very much. Und an meiner Seite natürlich Dustin. Hallo Dustin, schön, dass du auch da bist. Hallo ihr beiden. Genau, wir fangen einfach gleich mal an. Sabine, woher kommst du? Was machst du jetzt in England? Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Ja. Ursprünglich komme ich aus Norddeutschland, aus Wilhelmshaven, Friesland und habe meine Pflegekarriere aber in Bremen begonnen. Dort habe ich meine Ausbildung gemacht und dann Studium absolviert des internationalen Pflegemanagements an der AFH Bremen. Und im Laufe meines Studiums musste ich ins Ausland gehen und ich bin damals ganz weit weggegangen auf die andere Seite der Welt und habe ein Semester an der University of Sydney studiert. Und das war eigentlich so mein Augenöffner-Erlebnis für die internationale Pflege, wo ich das erste Mal gesehen habe, dass Pflegen auch anders geht. Vielleicht wissen das viele Hörer, dass Australien ist im Commonwealth und ist sozusagen ein Land, ein Kontinent, das zur britischen Krone noch gehört. Das hat eine große Auswirkung auch auf das nationale Gesundheitssystem in Großbritannien. Somit habe ich eigentlich in Großbritannien auch eine Einsicht in die britische Pflege bekommen. Ja, ein Semester University of Sydney, australisch-britisches Pflegesystem kennengelernt. Dann bin ich wieder nach Hause geflogen, habe zu Ende studiert und dann 2003 habe ich mich dazu entschlossen, eine sogenannte Overseas Nurse zu werden, also eine Überseeschwester. Oder Übersee, Gesundheitspflegefachexpertin. Okay. So ähnlich. Ja. Okay, das klingt, Overseas Nurse klingt für mich immer so irgendwie kriegsmäßig. Vielleicht habe ich da aber eine falsche Verbindung dazu. Ja, Overseas heißt eigentlich nur Übersee, ne? Alles, was Übersee geht, ist Overseas. Ja, und seit 2003 bin ich eine sogenannte Overseas Nurse. Bin ich auch registriert als O für Overseas. In der britischen Pflegekammer. Wir haben ja in Großbritannien eine Pflegekammer, nämlich die Bundeskammer, mit dem Hauptsitz in London. Und lebe seit 2003 im Südwesten Englands, in Bristol. Ist auch eine sehr schöne Stadt, genauso groß wie Bremen, Unistadt, alte Stadt, moderne Stadt. Und hier arbeite ich und lebe und liebe seit ja fast 20 Jahren jetzt. Und als was arbeitest du? Genau. Ich bin eine sogenannte Registered Nurse, arbeite hier am Universitätsklinikum in Bristol. Im Laufe meiner Pflegekarriere und so wie es eigentlich auch das britische Pflegesystem hergibt, spezialisiert man sich im Laufe der Zeit. Und ich arbeite in einem Fachgebiet der Pflege, den mag man oder den mag man nicht. Ich bin nämlich chirurgische Kolorektalschwester. Ah, okay. Und das ist der Lower GI im Englischen, Lower Gastrointestinal Tract. Und dort arbeite ich zu 30% als Registered Nurse. Und vor 10 Jahren habe ich mich auch selbstständig gemacht mit einem internationalen Pflegenetzwerk. Wir heißen English for Nurses. Und wir schreiben aus der Pflege für die Pflege. Wir sind praktizierende Nurses, die die Fachliteratur so weit runterbrechen, dass sie von Kollegen außerhalb Großbritanniens sehr gut verstanden werden kann. Und aus einer Einmalaktion ist jetzt mittlerweile, vor 10 Jahren kam die Firmengründung auf und wir haben letztendlich eine Lücke im Markt gefunden und mittlerweile haben wir 25 Kurse geschrieben, die wir auch in der Präsenzphase und jetzt seit der Corona-Pandemie auch im Online-Programm unterrichten.
Und mittlerweile unterrichten wir in 6 EU-Ländern. Und aus diesem internationalen Netzwerktätigkeit hat sich das Erasmus-Projekt für die auszubildenden Studenten aus Europa für Großbritannien entwickelt. Also meine ganze Welt in Sachen Lehre ist mittlerweile sehr international, aber gepflegt wird hier im Universitätsklinikum in Bristol. So, that's me. Wow, also wie muss ich mir das vorstellen, English for Nurses? Das bedeutet, ihr bietet Kurse an für Pflegekräfte, die kein Englisch sprechen können, um Englisch zu lernen. Mhm, genau, also es gibt mittlerweile den Grundkurs English for Nurses Basics. Mhm. Das sind genau für die Kollegen, die wenig bis gar keine Englischkenntnisse haben, bis zu den einzelnen Fachrichtungen English for Intensive Care, English for Operating Theater, English for Emergency Care und so weiter. Es geht alles eigentlich um die englische Fachsprache, das klinische Englisch. Mhm. Wir unterrichten ja nicht Englisch als Sprache, sondern wir unterrichten Fachtermini. Und wie ihr alle in Deutschland gesehen habt, ab 2015 gab es eine große Wende im deutschen Gesundheitssystem. Das heißt, mittlerweile in den deutschsprachigen Kliniken ist Englisch sozusagen schon die Zweitsprache im Gesundheitssystem, neben der Muttersprache des Landes. Und das muss auch mittlerweile, denke ich mal, eine moderne Pflege muss das auch bringen. Diverse Fachvokabeln, Termini müssen vorhanden sein. Und wie gesagt, in 10 Jahren aus einem einzelnen Kurs, damals hieß der noch English for Nurses, sind ja mittlerweile 25 Kurse entstanden. Wow. Da ist ja auch der Bedarf da. Und seit 3 Jahren ist auch Deutsch im Programm, Deutsch für Pflegende. Also nochmal die Umkehrwende für die internationalen Pflegenden, die nach Österreich, Deutschland und in die deutschsprachige Schweiz kommt. Also unser Business Model ist letztendlich die Pflegesprache jetzt in Englisch primär und aber auch in Deutsch sozusagen den internationalen Kollegen auch zu vermitteln. Ja, ist das denn dann nur begrenzt auf den klinischen Alltag oder könnten auch Leute zu euch kommen, die zum Beispiel bei uns wie in Deutschland jetzt in der Altenpflege arbeiten? Also die Altenpflege generell ist ja ein sehr deutsches Modell in der deutschsprachigen Pflege. Also die Altenpflege gibt's im angloamerikanischen Raum überhaupt nicht, Skandinavien auch nicht. Aber natürlich können auch Kollegen aus der Altenpflege zu uns kommen. Und wir haben auch viele Kollegen aus der Altenpflege, gerade auch viele Schüler aus der Generalistik, die sich jetzt auch im Laufe ihrer Pflegekarriere auf die Altenpflege spezialisieren oder für die Altenpflege spezialisieren. Wir unterrichten einmal das klinische Englisch, also direkt das Arbeiten am Bett, aber auch sozusagen in Anführungsstrichen das wissenschaftliche Englisch. Denn wie ihr ja wisst, geht auch Deutschland, Gott sei Dank, Richtung Vollakademisierung im Laufe der nächsten Jahre. Ja. Oh, na, wir sind immer noch so. Komma, hoffentlich, ja. Aber auch, wie gesagt, wie liest man Texte aus der Pflegewissenschaft? Wie geht man nochmal mit dem Forschungsprojekt, mit dem Forschungsprozess um? Das lernen wir auch mittlerweile an deutschen FHs. Wenn wir zur Kammerbewegung kommen, da merkt man ja richtig, da leuchten deine Augen. Du stehst voll hinter der Kammerbewegung. Ja. Ja, okay. Ja. Kannst du mal erklären, warum du so voll hinter der Kammerbewegung stehst? Ich will noch mal eingangs erwähnen, wieso ich sage, dass ich eine Kammerschwester bin und auch sehr, sehr schätze und vor allen Dingen mittlerweile auch als Ehre ansehe, dass ich in einem Kammerland arbeite. Aber ich kann natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen verstehen, die immer noch eine diverse Skepsis gegenüber einer Kammer haben, wenn man nicht noch mal die Chance hatte, sozusagen über den Tellerrand zu schauen. Und das ist ja ganz wichtig, auch im internationalen Kontext so zu diskutieren. Hätte ich damals die Erfahrung mit Australien nicht gemacht, vielleicht hätte ich noch unter diesen Rahmenbedingungen in Deutschland gearbeitet, who knows. Aber letztendlich ist meine Reise dann ja nach England gegangen, wo die Kammerdiskussion ja seit 1916 abgeschlossen ist. Mhm. Seit der Implementierung 1916 ist das Thema Kammer eigentlich vom Tisch her. Also seit 105 Jahren haben wir die Kammer. Die Kammer ist insofern wichtig, oder die britische Pflegekammer und die Hebammenkammer, das ist ja auch das Besondere in Großbritannien, dass wir mit den Hebammen in einer Kammer sind. Das ist ja insofern auch ganz, ganz wichtig für uns berufspolitisch stärker aufzutreten. Wir sind mittlerweile 750.000 Kammermitglieder, 750.000 Pflegende und Hebammen in ganz Großbritannien. Das hat ja eine Power und das ist ja berufspolitisch sehr, sehr stark, sind wir aufgestellt. Wir werden professionell vertreten in London,
im Parlament. Das kann man dem Deutschen Bundestag vergleichen oder gleichstellen. Und die Kammer letztendlich arbeitet in Großbritannien auch sehr, sehr eng mit unserer Gewerkschaft zusammen. Das ist das Royal College of Nursing. Mhm. Also diese zwei großen Körperschaften wie die Pflegekammer, sowohl auch die Gewerkschaft, ist in der britischen Pflegekultur einfach nicht mehr wegzudenken. Und damit ist natürlich auch ganz klar gesagt, dass die Definition einer klassischen Profession, so wie sie verstehen, nämlich die Autonomie, die eine Professionalisierung einherbringt, eine eigenständige Berufsvertretung und, wenn es geht, auch noch eine eigene Gewerkschaft zu haben, das letztendlich definiert ja eine klassische Profession. Von daher ist die Diskussion, die ja auch immer noch in Deutschland geführt wird, um den Professionalisierungsprozess, ist natürlich in Großbritannien seit Jahrzehnten abgeschlossen, weil wir diese drei Komponenten miteinander haben, nämlich die Vollakademisierung, die Kammer, die für uns eintritt, und mit dem Royal College of Nursing, die Gewerkschaft, sozusagen ticken wir diese drei Grundpfeiler ab und können auch sagen, Pflege ist eine klassische Profession in Großbritannien. Und ja, es ist sehr, sehr wichtig, in einer Kammer zu sein, weil die Kammer natürlich auch unter anderem sozusagen unser pflegerisches Wissen, unsere pflegerische Tätigkeit sozusagen auch prüft. Das lebenslange Lernen, Lifelong Learning, ist ein großer Bestandteil der Kammer. Die britische Pflegekammer bietet Fortbildung an. Sie übersieht letztendlich unsere Standardisierung in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft, die auch wieder um einen Bildungsauftrag hat. Also die Kammer ist, wie gesagt, für uns hier in Großbritannien eine ganz, ganz große, starke berufliche Säule. Und du sagtest, die sitzt auch im Parlament in London? Sie ist im Parlament, genau. Mhm. Sie sitzt nicht im Parlament, sie hat ihre Vertreter über das Royal College of Nursing, die sozusagen alle drei Minuten bei Boris Johnson anklopfen und dann nochmal in Sachen Pflege diskutieren wollen, in Sachen Personalverteilung, Personalschlüssel, Gehälter werden diskutiert, Standardisierung werden diskutiert. Also wir haben eine komplett auch professionelle Berufspolitik hinter uns hier in Großbritannien, die für uns fast 1 Million Pflegende agiert. Das ist ja auch ganz wichtig, um auf Augenhöhe mit anderen Professionen zu sein, die natürlich auch eine eigene Vertretung haben, wie die Mediziner, Apotheker, Rechtsanwälte, Physiotherapeuten und so weiter und so fort. Aber habe ich das richtig verstanden? Also die Pflegekammer, das ist ja the Nursing and Midwifery Council. Council. Und dieses Royal College of Nurses ist die Gewerkschaft. Und du sagtest gerade, genau, über die Gewerkschaft, also über das Royal College of Nurses, wird die Pflegekammer vertreten in der Politik. Habe ich das richtig verstanden? Sie wird indirekt vertreten, weil eine Gewerkschaft hat ja natürlich einen anderen Auftrag als eine Berufekammer. Aber das Royal College of Nursing, die Kammer und die Gewerkschaftsarbeit ist eine Gemeinschaftsarbeit, die natürlich letztendlich unsere Interessen der Pflegenden in ganz Großbritannien, Großbritannien sind ja 4 Länder letztendlich, das ist England, Wales, Nordirland und Schottland, vertreten. Und natürlich das auch der Hebammen. Und von daher geht die Kammer letztendlich auf die Gewerkschaft zu, berichtet, was wir aus der Praxis, aus der Pflegewissenschaft, aus der Pflegepädagogik der Kammer letztendlich übermitteln, was wir brauchen, was an Standards wir brauchen, was mehr an Forschungsgelder wir brauchen, und dann an den Tischen unter anderem an Tarifen, Forschungsgelder, Verteilung, wie gesagt, Personalbeschlüsse, das wird letztendlich über die Gewerkschaften im Auftrag der Kammer, im Auftrag unserer Vertretung ja letztendlich auch diskutiert mit der Regierung. Also wenn es quasi ja, dass die Gewerkschaft ist, die mit der Politik diskutiert, warum braucht es dann noch die Kammer? Die Kammer letztendlich ist insofern wichtig, weil die Kammer die Pflegequalität sichert. Das heißt, wir Pflegenden müssen unter anderem seit 2015 und vorher auch schon gewährleisten, dass wir unserer Berufsordnung folgen. Großbritannien hat ja eine Berufsordnung, eine allgemeine Berufsordnung, die für uns alle in den ganzen 4 Ländern gilt, nachgehen. Das ist ein Verhalten letztendlich, dem wir nachgehen müssen. Das ist der Verhaltenskodex, the Code of Conduct heißt es im Englischen. Die Kammer versichert, dass wir up to date sind mit unserem klinischen Wissen durch Anwesenheit, durch Fortbildung.
Ja, nur mal als Beispiel, pro Jahr muss ich mittlerweile 31 Kurse belegen, um mich jährlich registrieren lassen zu können. Und seit 2015 haben wir den Revalidationsprozess der Kammer implementiert. Das heißt, alle 3 Jahre muss ich ein Portfolio nach London einsenden, wo ich sozusagen meiner Kammer demonstriere, ja, ich bin eine ordentliche Schwester. Das heißt, ich halte meine Berufsordnung ein, ich arbeite diverse Stundenzahlen in der Praxis, ja, ich bin up to date mit meinem klinischen Wissen, ja, ich bin eine Registered Nurse und sozusagen folge den britischen Richtlinien der Pflege. Also das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass durch die Kammer wird eigentlich auch die hohe Pflegequalität, die wir in Großbritannien haben, und aber auch die Autonomie letztendlich sichergestellt. Das ist der eine Auftrag der Bundeskammer hier in Großbritannien und natürlich klar die Interessenvertretung durch die Kammer, wenn es in Sachen Gewerkschaftsarbeit geht. Also eigentlich auch ein berufspolitisches Thema. Ja, das ist der Auftrag der Kammer. Nochmal zur Gewerkschaft und wieso die Gewerkschaft auch so wichtig ist. Wir sind ungefähr, hatte ich ja eingangs schon erzählt, 750.000 Pflegenden in Großbritannien mit den Hebammen, Kolleginnen aus dem Hebammenwesen. Und schon alleine im Royal College of Nurses sind wir knapp 450.000 Mitglieder. Also das sind Zahlen. Das ist natürlich klar, das hat natürlich auch eine enorme Kraft. Ne? Und wir haben zu der größten Pflegegewerkschaft auch noch Unionson. Das ist eine weitere Gewerkschaft, wo die anderen 300.000 Pflegenden drin sind und Hebammen höchstwahrscheinlich auch. Das ist letztendlich eine Gewerkschaft, die unter anderem auch für andere Gesundheitsberufe eintritt. Während Royal College of Nurses, wie der Name das sagt, das königliche Kollegial der Pflegenden, tritt natürlich dann nur für uns ein. Für uns Nurses, für uns Pflegenden. Ja. Das heißt also, dass auch die Gewerkschaftsmitgliedschaft in Großbritannien auch Pflicht ist? Nee. Ist freiwillig? Genau. Aber es ist ein selbstverständlich. Für mich war das auch selbstverständlich, dass ich Mitglied der Gewerkschaft werde. Während die Kammerregistrierung, ich mag jetzt das Wort Zwang nicht so gerne benutzen, weil das sehr, sehr deutsch, also in den deutschen Medien, in den Netzwerken, in den Pflegefachzeitschriften, das ist die Zwangsmitgliedschaft, ja, die ja in Deutschland sehr, sehr stark diskutiert wird. Es ist eine Mitgliedschaft, Punkt. Man muss sich das vorstellen, ja. Wenn du Ärztin werden willst, du bist dann Mitglied der Ärztekammer. Studierst du Zahnmedizin, du bist Mitglied der Zahnärztekammer. Ja. Also deswegen will ich jetzt nicht das Wort Zwang, obwohl ich es jetzt sage, eigentlich benutzen. Es ist eine Mitgliedschaft, die einhergeht. Ohne eine Mitgliedschaft der Pflegekammer kann man in Großbritannien nicht praktizieren. Jetzt setzen aber jetzt viele, ich sag, will ich jetzt mal so Bezug drauf nehmen, weil du jetzt gerade sagst, es ist Kammergegner und Abneigung und Zwang. Wenn ich das jetzt dann jetzt so höre, könnte man jetzt so sagen, yo, also in Großbritannien läuft jetzt alles rund, weil alle in der Gewerkschaft sind und alle in der Kammer sind. Ist das denn wirklich so? Läuft denn alles rund? Ist das jetzt das Pflegeparadies Großbritannien und alle müssen jetzt am besten dahin auswandern und müssen in Großbritannien arbeiten? Oder, kommt gerne hierher. Was ist schon perfekt? Also das Wort perfekt oder perfekt gibt es in meinem Wortschatz gar nicht, auch in meinem Leben. Es gibt keinen perfekten Zustand. Es gibt kein perfektes Gesundheitssystem. Es gibt keine perfekte Pflegekultur auf dieser Welt. Ja. Aber natürlich, ich als deutsche Pflegende, die jetzt seit 20 Jahren in Großbritannien lebt, trotz auch Brexit, was übrigens mein Herz irgendwie entzweit hat, ich arbeite in der progressivsten Pflegekultur Europas. Und vielleicht auch in der zweitprogressivsten der Welt, nach Amerika. Weil Großbritannien guckt nach wie vor immer gerne nach Amerika und die amerikanischen Kollegen sind der Professionalisierung Großbritanniens noch um 10 bis 15 Jahre voraus. Und von daher ist das natürlich auch eine sehr subjektive Betrachtung hier von mir aus gesehen als sogenannte Overseas Nurse. Ja, ich kann sagen, für mich als praktizierende Schwester, weil ich heiße ja auch Krankenschwester, steht ja auf meinem Staatsexamen, als ich das Ende der 90er, 97 habe ich Examen gemacht, ist das für mich eine Pflegekultur, die so für mich den sehr guten Zustand der Pflege widerspiegelt. Das ist einmal die Autonomie, die wir haben. Wir arbeiten hier autonom. Wir machen pflegerische autonome Entscheidung.
Das heißt, dass ich mich auch der medizinischen Entscheidung hinwegsetzen kann und auch teilweise muss, wenn ich das pflegerisch nicht vertreten kann. Dementsprechend muss ich natürlich auch argumentieren können. Da kommt wieder die Schleife zurück zum lebenslangen Lernen und up-to-date sein mit seinem Fachwissen. Und wie gesagt, ich werde berufspolitisch auch von Pflegenden vertreten, denn in der Kammer sitzen auch Pflegende und auch gewerkschaftstechnisch sitzen Pflegende. Dann natürlich für mich mittlerweile sehr, sehr wichtig ist die Vollakademisierung. Seit 2000 mit dem Projekt 2000 ist die Vollakademisierung einhergegangen, seit dem 1. Januar 2000 sozusagen. Und daraus entstehen natürlich auch solche Studiengänge unter anderem wie Advanced Nurse Practitioners, die wir übrigens seit 1996 in Großbritannien haben. Also Pflege ist ein komplett eigener Bereich im Gesundheitssystem, ein sehr starker Bereich und der letztendlich auch von Pflegenden vertreten wird. Und ich glaube, das ist halt auch das Wichtigste, dass letztendlich Pflegende aus der eigenen Zunft, das sieht man auch in der Pflegehistorie, bewiesen hat, dass nur wir selber aus der Pflege sozusagen Veränderung professionell irgendwie erreichen können. Keine andere Berufsgruppe hat damals 1916 gesagt, hey, ihr müsst jetzt eine Pflegekammer haben. Nee, das war unter anderem, natürlich wissen wir alle, wer den Meilenstein dazu gesetzt hat, nämlich Florence Nightingale. Also es zieht sich nicht nur durch die britische letztendlich Pflegehistorie durch, amerikanische, auch skandinavische aus. Nur wir aus der Pflege können letztendlich Veränderung durchführen. Keine andere Berufsgruppe. Na? Und das denn, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob ihr jetzt alle nach England kommen sollt. Antwort ist ja. Nein. Sorry, aber natürlich kann man vom Nachbarn natürlich lernen. Also es ist ja nicht nur Großbritannien. Die Frage muss natürlich auch sein, warum ist Skandinavien der deutschen Pflegekultur voraus? Warum laufen gewisse Sachen in anderen europäischen Ländern schneller als Deutschland? Ich meine, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen. Es ist ja jetzt kein neues Wissen, was wir hier heute in unserem Podcast besprechen. Aber es muss auch gesagt werden, es ist ein deutschsprachiges Phänomen, wieso die drei deutschsprachigen Länder in der EU keine Kammer haben. Das gibt's sonst in anderen europäischen Ländern eher nicht. Ja. Bulgarien hat die Pflegekammer seit 57 Jahren. Polen hat die Kammer implementiert seit auch Anfang der 60er. Ja. Für die Ostblockstaaten war das ganz klar, dass die Pflege sich selbst letztendlich auch reguliert und letztendlich auch selbst bestimmt. Spanien, Italien, jedes Land hat eine Bundeskammer oder eine Kammer letztendlich. Ja, also es ist schon ein sehr interessantes, eigentlich schon Phänomen, was man eigentlich schon wissenschaftlich letztendlich untersuchen könnte von der pflegewissenschaftlichen Seite her. Ja, also auf alle Fälle sehr spannend, sich diese unterschiedlichen Energien, die es in der deutschen Pflege gibt, da nochmal anzuschauen, ne? Und zu sehen, dass wir uns ja irgendwie die ganze Zeit auch selber im Wege stehen. Ist ja auch ganz spannend. Wissenschaftlich gesehen sehr spannend. Ansonsten kann man daran durchaus verzweifeln. Also du sagst zwar, das ist jetzt Geschichte, weil seit 1916 gibt es die Pflegekammer in Großbritannien, aber gibt es denn auch so ja Gegenbewegungen oder Missmut bei britischen Pflegekräften gegenüber diesem Nursing and Midwifery Council? Also Gegenbewegung, nein, die gibt es nicht mehr, weil was vor 105 Jahren implementiert wurde, da gibt es jetzt 2022 keine Gruppe mehr, die sich dagegen auflehnt, weil es würde ja nie zur Abschaffung der Pflegekammer kommen, davon mal ganz ab. Na? Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, das war ja auch eine Revolution für die Pflege. Erster Weltkrieg 1916 und dann Großbritannien noch eine Pflegekammer. Letztendlich hat sie es ins Leben gestampft. Das war ja auch eine heiße Zeit für die Frauenbewegung, die Suffragettes in Großbritannien. Das ist ja historisch gesehen ein absolutes Wahnsinnsbild, was Großbritannien da ja noch geleistet hat. Aber ganz klar, natürlich, Kammer hat eher weniger Kritik. Also so, was ich für mich jetzt irgendwie in den 20 Jahren von auch den Kollegen mitbekommen habe. Aber natürlich haben wir gerade ein großes Problem mit unserer Gewerkschaft. Denn wir wollen natürlich auch mehr Geld haben. Wir genießen ein hohes Ansehen innerhalb der britischen Gesellschaft. Ich glaube, auch die deutschen Kollegen
haben ein hohes Ansehen innerhalb der Gesellschaft. Es ist ein dankendes Ansehen und das hat sich, glaube ich, auch im Laufe der Jahre bestimmt auch geändert. Also was ich so jetzt von Pflegekongressen aus Deutschland mitbekommen habe, sind, glaube ich, deutsche Pflegenden sehr hoch mittlerweile in der Gesellschaft auch angesehen. Was wir gerade das Problem haben, ist natürlich mit den Gewerkschaften, dass die nicht genug Geld fordern für uns. Auch wir müssten mehr Geld haben. Ja, das heikle Thema der Gehälter. Und natürlich, klar, der Personalschlüssel muss noch mal diskutiert werden, weil gerade auch in der Pandemie hat sich gezeigt, was britische Regierungen in den letzten 4 Jahrzehnten auch versäumt haben, ja, an falschen Ecken zu sparen, nämlich im nationalen Gesundheitssystem. Und deswegen sind wir auch in einer so katastrophalen Situation mit Covid-19, wie wir sie ja auch sind. Also in Großbritannien sind wir eigentlich, wir haben die höchste Todesrate in ganz Europa. Das hat ja auch einen Grund. Na, also das ist eher so, die Gewerkschaften sind gerade bei uns, wo wir sagen, hey, komm, wir brauchen mehr als 1%. Wir wollen mehr als 1% Lohnerhöhung haben. 1% ist eine Schande, ja. Also dann lieber gar keine Erhöhung. Die sind gerade, ja, werden gut befeuert letztendlich von uns Mitgliedern. Aber sie stehen auch immer, jeden Tag kriege ich ein Bulletin, also so ein Update von meiner Gewerkschaft, was erreicht wird, was geplant ist. Denn ich werde auch aktiv als Mitglied aufgefordert, Stellung zu nehmen. Und das mache ich ja auch sonst. Also dieses Aktivsein als Mitglied, das ist auch so, was ich auch durch England kennengelernt habe. Es ist nicht nur mein Jahresbeitrag, den ich in die Kammer einbezahle, sondern auch meinen monatlichen Betrag für die Gewerkschaftsarbeit und mich dann natürlich einbringe, wenn die zwei großen Körperschaften mich anschreiben, um zu sagen, hey, wir machen da nochmal eine Umfrage, wir machen da nochmal eine Untersuchung. Und natürlich nehme ich da als Mitglied dran teil, weil letztendlich sind das meine zwei Körperschaften, die mich ja auch vertreten. Einmal Standardisierung, bildungstechnisch, Bildungsentwicklung und dann natürlich die Gewerkschaft mit meiner politischen Arbeit. Ja. Also du sagtest ja, die schreiben dich auch an, also sowohl die Kammer als auch die Gewerkschaft bitten um deine Mithilfe. Was tun die denn für dich? Also was tut jetzt zum Beispiel die Pflegekammer für dich? Kannst du dich da hinwenden, wenn du irgendwelche Probleme hast? Wie sieht das dann aus? Was machen die? Ja, genau. Also ich habe immer die Chance, in London anzurufen, meine Kammer, wenn ich ein Problem habe, wenn ich das Gefühl habe, ich habe auch ein Problem mit einer Kollegin oder einem Kollegen, dass der sozusagen oder diejenige nicht die Berufsordnung einhält, ja, dass das schon vielleicht in die gefährliche Pflege rübergeht. Also die Kammer ist immer da. Also die Öffnungszeiten sind, glaube ich, auch sehr, sehr kulant. Ich glaube, von morgens 8 bis abends 20, 21 Uhr kann ich dort anrufen. E-Mail sowieso 24/7. Ne? Und das Gleiche gilt auch für die Gewerkschaftsarbeit. Also letztendlich, sie sind immer erreichbar. Ich, außer okay, 3 Uhr morgens, höchstwahrscheinlich nicht, ja. Aber letztendlich, ja, ich hänge nicht in lange Warteschleifen. Ich rufe an und dann ist jemand gleich da. Also was ich auch schon des Öfteren machen musste, also für Gewerkschaft, weil ich eine Studie haben wollte oder wollte was nachfragen, wo ich was nachlesen könnte. Also das finde ich sehr gut, dass das noch dieses Persönliche da ist, also einen Telefondienst zu haben, was in Großbritannien jetzt nicht so mehr der Fall ist in einigen Organisationen. Und auch einen sehr guten E-Mail-Verkehr, dass ich innerhalb von 24 bis 48 Stunden auch eine Antwort erhalte. Also das ist ja jetzt auch nicht so Usus, gerade jetzt in der Pandemie, ne? Aber das ist schon noch nach wie vor ein sehr, sehr guter Service, den ich habe. Und was sie natürlich jetzt für mich, Sabine Torgler aus Bristol, Krankenschwester, ja, ist, ja, ich kriege natürlich meine monatliche Zeitung, Royal College of Nursing Bulletin. NMC hat jeden Monat ein Newsletter. Das finde ich auch gut und interessant und vor allen Dingen wichtig. Und es laufen mittlerweile täglich Umfragen in Sachen Qualitätsverbesserung, Personalschlüssel, sich sicher fühlen auf Station, gerade jetzt mit Covid, Station 19, Fortbildungsmaßnahmen werden angeboten, regionale Vertreter, die Gewerkschaften haben ja noch die einzelnen regionalen Vertreterschaften, das heißt, ich könnte auch letztendlich meine Gewerkschaftsvertretung hier in Bristol besuchen auf dem Kaffee und könnte nochmal sagen, hey,
ich habe nochmal das Problem, ich habe noch mal das Problem, das nochmal zur Gewerkschaftsarbeit. Und die Kammer ist letztendlich auch immer eigentlich für mich da, wenn ich auch Sorge habe oder ich möchte was anmerken oder ich komme auf meine Stundenzahl nicht, die ich ja jedes Jahr letztendlich mit einer Unterschrift deklarieren muss, dass ich eine ordentliche Schwester bin, dass ich 480 Stunden in der praktischen Arbeit letztendlich arbeite. In der Pflegekammer können wir uns einstufen lassen von Registered Nurse, also ich, die am Bett arbeitet, bis zur Akademikerin Jette, die du ja bist. Ja. Das ist auch ganz wichtig, dass wir diese Gradeinteilung haben, weil da werden andere Anforderungen für dich gestellt, als jetzt, die ich erfüllen muss, als klassische Krankenschwester auf Station. Nur mal jetzt so als Beispiel, hast du vielleicht irgendeine Situation, die du vielleicht selber erlebt hast in Großbritannien, wo dir die Kammer geholfen hat oder wo sie der Hauptansprechpartner für dich war? Ja, bei der Registrierung. Ja, gut. Ja, das ist ganz wichtig. Ne? Also du kommst aus dem Ausland und du willst hier arbeiten und dann siehst du ganz tolle englische Sachen auf der Webseite und du verstehst nichts. Ne? Oder nur so Bruchteile, Code of Conduct. Hey, habe ich das vor 18 Jahren verstanden? Nee, Berufsordnung. Da ist die Kammer sehr hilfreich, da Hilfestellung zu geben. Nimmt sich Zeit, das ist kein 3-Minuten-Gespräch gewesen. Und weil es muss ja wirklich auch alles tipptopp stimmen an Dokumenten, die du einreichst, weil wenn du die Registrierung hast, die sogenannte PIN-Nummer, ne, Personal Identification Number, dann darfst du sozusagen auf die Bevölkerung losgelassen werden. Das ist ja ganz wichtig. Und also da war die Kammer natürlich für mich da. Ich musste auch des Öfteren anrufen in London, damals von Bremen aus. Und es gab bisher jetzt kein Pflegeszenario, wenn das jetzt die Frage sein würde, das denn, wo ich jetzt noch mal sagen würde, Mensch, da weil diese Pflegeszenarien, die wir alle ja letztendlich auch in der Pflege ja haben oder gehabt haben, die habe ich meistens dann schon auf Station mit meiner Senior Nurse geklärt. Also es ist jetzt noch nie zu einer Situation in meinen fast 20 Jahren in Großbritannien gekommen, dass ich sagen musste, ich glaube, da habe ich noch mal ein Problem. Was kann ich noch mal machen? Also die Kammer ist für mich auch die absolute letzte Instanz. Das ist ja eigentlich auch der Arbeitgeber, der ja sozusagen dein nächster Schritt ist. Und wenn dir da nicht geholfen wird, dann kann ich dann nach London anrufen und dann wird das auch durchs Kammergericht geprüft. Ne? Also das ist ja nicht mein eben Telefonat, sondern das ist, geht durch den Prüfungsausschuss. Ja, das heißt, ich müsste dann vorm Kammergericht reden. Also es ist eine sehr, sehr hohe Instanz, auch die Kammer, vor der wir auch einen Respekt haben und die auch mit sehr hohem Ansehen eigentlich auch gesehen wird. Also bevor ich wirklich da eine Kammer mobilisieren würde, weil ich denke, da ein Kollege oder eine Kollegin folgt nicht der Berufsordnung, das ist schon echt ein großes Szenario, ne? Aber thank God muss ich das bisher, touch wood, noch nicht machen. Ja. Darf ich mal ein bisschen skeptisch nachfragen? Weil gerne. Das, was du jetzt bisher so gesagt hast, so von deutscher Seite aus, wir kennen ja an sich keine Kammer, ne? Wir bauen jetzt auf. Aber das, was du so gesagt hast, würde jetzt, glaube ich, noch nicht wahnsinnig viele Leute, die skeptisch sind, überzeugen für eine Kammer. Weil klar, die Kammer verlangt von dir, dass du dich registrierst. Also ist sie ja natürlich auch da und hilft dir, dass du dich registrierst. Also ich meine, in Deutschland ist es so, da wird drauf geachtet, dass du eine gute Ausbildung hast und du hast ja auch Pflichtfortbildungen, das hast du ja auch ohne Kammer. Wofür braucht man dann eine Kammer? Ja, ich kann ja jetzt gegen argumentieren, warum keine Kammer, ne? Ja, aber es geht ja ohne Kammer in Deutschland. Nee. Nee? Das geht's ja nicht. Okay. Nee, Jette, nee. Das ist ja, das, und da müssen wir auch ganz ehrlich zueinander sein, ne? Und ich unterrichte pro Jahr ungefähr 800 Pflegende aus Deutschland, ja, in klinisches Englisch. Die Pflegestandards, der Personalschlüssel, die Vertretung, das kannst du ja mit dem internationalen Kontext gar nicht vergleichen. Es ist der Pflegeschlüssel, um nur mal ein Beispiel hier zu nennen. Und ihr wisst das ja selber, weil ihr in Deutschland ja auch noch lebt und arbeitet. Das ist ja teilweise gefährliche Pflege. Das ist nicht nur teilweise gefährliche Pflege. Genau, es ist gefährliche Pflege. Ja, also
da würde zum Beispiel die Kammer reingrätschen und sagen, hey, der Personalschlüssel wird nicht eingehalten. Sie würde sozusagen dann auch die Gewerkschaft mobilisieren, sagen, Klinikum A, B, C, D, E folgt nicht der Berufsordnung, beziehungsweise die Pflegenden können die Berufsverordnung nicht folgen, weil sie letztendlich so unterbelegt sind, dass sie noch nicht mal die Grundpflege ordnungsgerecht professionell durchführen. Also das wäre zum Beispiel ein großes Thema letztendlich, was man betrachten muss. Dann natürlich, was Deutschland auch ganz gerne will oder die deutschen Kolleginnen auf Augenhöhe sein mit den Kollegen. Und ja, das verstehe ich auch, aber da muss auch sozusagen das Know-how da sein. Ja, dass man muss sich weiter fortbilden, egal ob eine Pandemie da ist oder nicht, egal ob jetzt ein Online-Programm stattfindet oder nicht. Das ist ja auch ein Manko in Deutschland, die Fortbildung, weil ich ja auch sehr eng mit Fortbildungsbeauftragten zusammenarbeite. Viele werden abgezogen von den Weiterbildungsstunden, weil sie dann letztendlich für die Stationsarbeit eingesetzt werden, obwohl die Pflegenden sich gerne weiterbilden wollen. Oder sie machen einen Masterstudiengang zum Advanced Nurse Practitioner, ANP, aber die Gesetzesänderung ist ja nicht da, dass sie verschreibungspflichtig sind. Ja. Also das sind ja so diese Elemente, die wir in Großbritannien ja nicht mehr haben und auch, möchte ich gerne sagen, die Kollegen aus Skandinavien nicht haben. Mhm. Na, also von daher wäre das zum Beispiel ein riesengroßes Pro zu sagen, Kammer natürlich, weil die Kammer sich dafür einsetzen kann durch die Pflegequalität, die eingehalten werden muss, das Pflegemanagement muss eingehalten. Das heißt, man muss im Namen der Pflegenden sozusagen in der Geschäftsführung sprechen und Personalschlüssel müssen eingehalten werden. Mhm. Das sind ja riesige Themen, Fortbildung, Weiterbildung. Das sind ja Themen auch, die letztendlich durch die Kammer sozusagen auch berufspolitisch vertreten werden kann. Ist das nicht gegeben, na, dann wird es schwer, am Berliner Tisch zu sitzen und zu sagen, ich spreche hier mal für ungefähr circa, man weiß es nicht so genau, 1,5, 1,7 Millionen Pflegenden. Das ist ja auch ein Manko in Deutschland, dass keiner genau weiß, wie viel tolle Pflegenden und wie viel tolle Hebammen gibt es denn überhaupt in so einem großen Land. Ja. Ja, das ist die größte Berufsgruppe Deutschlands, die noch nicht mal statistisch einheitlich festgesetzt ist, beziehungsweise verankert ist. Ne? Ja, das stimmt. Und wieso auch viele gegen die Kammer in Deutschland argumentieren, weil ich verfolge natürlich heiß mit großen Augen, von außen gucke ich auf das große Glas Deutschland, sind die Kammergebühren. Das ist ja auch ein Mythos, der einfach nur crazy war damals in Deutschland. Ich bezahle in Großbritannien für meine Kammermitgliedschaft 125 Pfund pro Jahr. Das sind 135 Euro. Mhm. Ja? 135 Euro geteilt durch 12 Monate. Das sind in München 2 Cappuccini pro Tag, die ich gerne mal trinke. Das sind in Hamburg vielleicht 3 Cappuccini. Das sind ja auch Beträge, die können wir uns erlauben als Pflegende. Ob du in Deutschland arbeitest, in der Schweiz, in Österreich oder auch in Großbritannien. Das sind ja keine horrenden Beträge, die eine Kammer fordert. Ja, das ist ja auch so eine große Angst, diese Zwangsbeitragsleistung. Da werden XY Euros vom Gehalt abgezogen. Es sind 135 Euro, wenn maximal 140 Euro, die man ja in Deutschland dann höchstwahrscheinlich auch bei einer Kammerregistrierung bezahlen muss. Und ich denke, das ist es dem auch wert. Ja, weil ihr letztendlich, wenn ihr in der Kammer sitzen werdet, ihr müsst ja auch monetären Ausgleich haben, um administrative, um Bildungsarbeit, um Berufspolitik zu betreiben zu können. Das muss ja den Leuten auch bewusst sein. Lobbyarbeit kostet auch Geld. Das hatten wir jetzt in der letzten Podcast-Folge schon besprochen. Mhm. Für die Pflegekammer in NRW hatten wir im Errichtungsausschuss eine Summe von 5 Euro kalkuliert pro Monat. Das ist also wesentlich weniger. Wahnsinn. Genau. Ja. Mhm. Ja. Also ne, 60 Euro dann im Jahresbetrag, das ist ja nothing. Das bezahlen unsere Studenten. Ne? Professionelle Pflege soll professionell vertreten werden, muss professionell monetär ausgeglichen werden. Es ist ja eine Kettenreaktion, ihr Lieben. Ja. Und von daher, also diese horrenden Beträge, die finden doch gar nicht statt. Die finden weder bei euch in Nordrhein-Westfalen statt,
Noch finden sie in Rheinland-Pfalz noch statt, haben sie auch nicht in Schleswig-Holstein stattgefunden und Niedersachsen hätte es auch wieder refinanziert. Also Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit. Ja, da würden wir dich gerne nach Deutschland mal einladen, dann, dass du hier mal mittingelst. Das finde ich super. Ja, genau. Ja, die Bundeskanzlerin, genau, ja. Ich komme gerne nach Deutschland. Also genau. Eine Bundeskanzlerin von der Pflege, das fände ich eine richtig super Sache. Oder? Ja, aus der Pflege eine Bundeskanzlerin. Meinetwegen auch ein Bundeskanzler, Dustin. Das wäre auch okay, solange die Person aus der Pflege kommt. Gesundheitsminister, Gesundheitsministerin aus der Pflege würde schon reichen. Dann, das wäre auch mal eine Sache. Dann wäre das eine Top-Sache. Aber was mich noch interessieren würde, wäre, du hast jetzt gesagt, du musst 36 Kurse im Jahr belegen, wenn ich falsch liege, um zu beweisen, dass du quasi eine praktizierende Krankenschwester bist und auch die Qualifikation dafür hast. Wie ist das denn in Großbritannien organisiert? Musst du das selber bezahlen? Musst du das alles in deiner Freizeit machen oder stellt dein Arbeitgeber dich dafür frei und wird das vom Arbeitgeber bezahlt? Wie ist das in Großbritannien geregelt? Die 36 Kurse ist Arbeitszeit. Ja. Und dadurch, dass wir schon seit 10 Jahren Online-Learning machen, also von den 36 Kurse sind letztendlich nur noch 2 Präsenz-Workshops vorhanden oder Präsenz-Fortbildung vorhanden. Das ist einmal die Reanimation, eine Präsenz zu lernen. Und ja, online kann man ja das auch mal machen. Macht ja auch Sinn. Und Kinästhetik, Manual Handling, rückenschonendes Arbeiten, der Rest ist online letztendlich. Also von daher, ja, nochmal zu dieser Wahnsinnszahl, ne, 36. Das sind Online-Programme und ja, das ist eigentlich Arbeitszeit, ist das, die der Arbeitgeber vergütet. Aber ich hatte ja auch vorhin schon gesagt, wir haben seit 2015 die Revalidation, die ich alle 3 Jahre einreichen muss. Das ist so ein Paket. Und da muss ich nochmal 34 Stunden in der Präsenzphase nachweisen, private Zeit, dass ich mich fortgebildet habe. Mhm. Aus meinem eigenen Interesse. Und das wird nicht vom Arbeitgeber bezahlt. Das ist auch ein Teil der Professionalisierung. Das machen übrigens die Ärzte auch. Fliegen zu irgendwelchen Kongressen, bezahlen das aus eigener Tasche. Da zeigst du deiner Kammer, ja, ich hatte jetzt zum Beispiel, bei mir waren das jetzt, meine letzte Revalidation war 2021 und meine 34 Stunden, die ich in der Präsenzphase letztendlich nachgewiesen habe, waren Kongresse, ja, an die ich teilgenommen habe und von 2018, 2019, dann habe ich mir nochmal 6 Stunden Präsenzphase gegeben in Sachen Katheterisierung, neue Katheter, neue Materialien der Katheter, warum ist das wichtig und. Also man muss es nochmal nachweisen, das sind 34 Stunden. Das heißt dann pro Jahr nochmal 11,5 Stunden, die ich aus meiner freien Zeit der Pflege in der Sachen Fachweiterbildung oder Weiterbildung geben muss, was nicht bezahlt wird. Okay, und das ist etwas, was jetzt 2015 in England dazugekommen ist. Genau. Mhm. Und hinzu, nicht nur muss man die Weiterbildung letztendlich nochmal auflisten, die man letztendlich alle besucht hat, beziehungsweise auch mitgemacht hat. Es geht dann auch um Fallbeispiele im Portfolio. Mhm. Ich muss 7 Fallbeispiele darstellen und muss sie dann verschriftlichen, wo ich mich als Pflegende oder Krankenschwester oder Nurse herausgefordert gefühlt habe. Mhm. Wo ich nochmal über meine eigene Pflegepraxis nachdenken muss, hey, wie war das denn nochmal mit der Patientin? Warum habe ich mich so gefühlt, wie ich mich gefühlt habe? Das sind nochmal diese 7 Beispiele. Mhm. Auch mit dem Konsens dahin zu zeigen, was habe ich aus diesen extremen Pflegebeispielen gelernt für mich und meine Pflegepraxis? Und nochmal 10 Beispiele muss ich in Lob und Tadel darlegen. Lob und Tadel, das ist sehr großartig. Lob und Tadel. Wie heißt es auf Englisch? Dann klingt es vielleicht auch besser. Ist Critical Thinking letztendlich. Ah, ja. Critical Thinking. Okay. Na? Ich habe das als Lob und Tadel, aber wo du nochmal, vielleicht nochmal mit einer Kollegin letztendlich noch eine Diskussion hattest, was nicht so gut lief. Oder wenn du mal auf einer Nachbarstation helfen musstest und die sagen, hey Jette, hey Sabine, hey Dustin, schön, dass du jetzt da warst, kannst du nochmal gerne wiederkommen. Das ist dann so ein Lob, ne? Ah, genau, okay. Nochmal so 10 Beispiele.
Na? Okay, okay. Also es geht eigentlich um kritisches Reflektieren und lebenslanges Genau, Lernen. Genau, lebenslanges Lernen, kritisches Reflektieren. Und als die Pflegekammer in 2011 das angekündigt hat, dass in 2015 nochmal die Revalidation kommt, haben wir natürlich alle aufgeschrien und haben gesagt, was sollen wir denn noch alles machen für die Pflegekammer? Reicht das und das und das nicht? Nein. Die Pflegequalität muss sich noch verbessern nach englischem Standard, die schon sehr hoch ist, meines Empfindens. Aber wir müssen da noch mal kritischer uns hinterfragen. Und letztendlich, denke ich, ist das schon ein sehr gutes Instrument, was die Pflegekammer implementiert hat, weil du wirklich angeregt wirst, sich noch mal hinzusetzen, um zu sagen, Mensch, na, das war wirklich ein Pflegefall. Hätte ich das und das gemacht, dann hätte ich das höchstwahrscheinlich noch verhindern können. Und seitdem, seit 2015, führe ich auch so ein Pflegetagebuch. Also es sind da meine Fälle drin, die ich dann für mich dann nochmal niederschreibe. Das hätte ich in Bremen sowas nie gemacht, ne, auf Station, so ein Pflegetagebuch zu führen. Und die Beispiele benutze ich dann für meine Revalidation, heißt es im Englischen, Revalidierungsprozess. Das heißt, es gab erstmal so einen Aufschrei und jetzt mittlerweile ist es aber soweit, also gibt es da jetzt noch irgendwie Aufschrei oder haben alle gesagt, ja, nee, können wir irgendwie verstehen und haben wir jetzt schon mehrmals gemacht, seit 2015, alle 3 Jahre? Ja, genau. Genau, der erste Jahrgang 2015 war natürlich, um Gottes Willen, soll ich da jetzt ein Tagebücher, Seiten schreiben, aber das hat die Kammer gar nicht verlangt. Das kann man auch sehr kurz fassen mit, ne, alles so als Kurzaufzeichnung genau verfassen. Aber letztendlich so, was ich jetzt so in meinem Kollegium auch erfahren habe und diskutiert habe, hat es eigentlich, die Mehrheit sagt, ja stimmt, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Auch für die Kollegen, die 30 Jahre schon in der Pflege sind. Ne? Ja, also es ist schon angenommen worden, genau. Dustin, hast du noch eine Frage? Ich könnte uns, glaube ich, jetzt hier noch stundenlang unterhalten, weil ich da einfach man sich auch mal Informationen rausnehmen kann, die wir vielleicht weiterhin normal auch anwenden könnten. Ne? Also ich finde halt dieses Beispiel, dass es halt bei euch so ist, dass das wirklich Hand in Hand Gewerkschaft und Kammer, ne? Dass das wirklich, ich meine, gut, da sind wir aktuell halt noch weit von entfernt, weil der Zusammenschluss in Gewerkschaften bei Pflegekräften bei uns in Deutschland ist halt, das ist marginal, das ist eigentlich fast gar nichts. Und eine reine Pflegegewerkschaft, die dann so hoch besetzt werden würde, das wäre ein Traum. Dann würden auch die Forderungen der Gegner, die Hauptforderung ist ja, dass sie jetzt Veränderungen wollen. Und die Pflegekammer, die braucht natürlich Zeit, bis sie anläuft, bis der ganze Background da ist, bis die Lobbyarbeit gelaufen ist. Da unterhalten wir uns nicht irgendwie über Monate oder Wochen, sondern da unterhalten wir uns von Jahren. Ne? Man kann halt das, was jahrelang falsch gemacht worden ist, nicht auf einmal ganz schnell wieder wegmachen. Wenn aber jetzt natürlich 45%, 50% von uns schon in der Gewerkschaft wären, dann wäre das eine ganz andere Basis, wo wir dann damit auch wirklich dann auch was bewirken könnten und auch dann wirklich zeitnahe Veränderungen dann auch umsetzen könnten. Ne? Und da wäre halt so der Schritt wirklich, dass man ansagen würde, ja, okay, Pflegekammer ist das eine Ziel, aber gewerkschaftliche Arbeit und den Zusammenschluss, das andere, alle jetzt ab in eine Pflegegewerkschaft. Ja, aber ich glaube, es muss auch jedem Kolleginnen und Kollegen in Deutschland auch klar sein, dass eine Pflegekultur, die über 100 Jahre so besteht, wie sie besteht in Deutschland, ja, eine Semiprofession zu sein, den Ärzten noch nach wie vor die Physiotherapeuten hinzuzuarbeiten, dass sie durch eine Pflegekammerimplementierung nicht innerhalb von 5 und auch nicht 10 Jahren umgewälzt werden kann, nicht komplett umgewälzt werden kann. Die Implementierung der Pflegekammer, so wie ja sie jetzt auch in NRW stattfinden wird und dann auch irgendwann mal die Bundeskammer hoffentlich, wird sozusagen ja den Professionalisierungsprozess in Deutschland letztendlich in die richtige Richtung fahren. Also den Pflegenden in Deutschland muss das klar sein, eine Kammer, wie du ja schon gesagt hast, schafft es nicht, eine über 100-jährige bestehende Pflegekultur innerhalb von 2 Jahren oder eine Legislaturperiode, meinetwegen von 5 Jahren, zu verändern. Das braucht vielleicht sogar noch mal eine ganze Pflegegeneration. Aber der Baustein muss dazu ja auch natürlich auch gesetzt werden, eben mit der Pflegekammer-Implementation in Nordrhein-Westfalen. Von daher denke ich, ist das natürlich der richtige Schritt. Klar, what else? Ja, was mir aufgefallen ist, das fand ich jetzt so spannend, mit dir zu sprechen als jemand, für den das selbstverständlich ist, dass es eine Pflegekammer gibt. Das heißt, dein Mindset ist ein ganz anderes
als das, was vielleicht auch noch mein Mindset ist, ohne Pflegekammer. Und das auch die Vorstellung von vielen Pflegekräften in Deutschland. Wir sind halt ohne Pflegekammer aufgewachsen. Ne? Mhm. Oder ne, wir sind ohne Pflegekammer beruflich sozialisiert worden. Du bist in ein bestehendes Pflegekammersystem gekommen und deine Art und Weise, auf Pflege zu blicken, auf dich zu blicken als Pflegekraft, ist eine ganz andere, als ich sie wahrnehme bei mir, bei den Leuten, die ich aus der Pflege kenne, in Deutschland. Das ist einfach ein anderes Verständnis. Und ich glaube, diese Wirkung nach innen von Pflegekammern, das wird halt erst über wahrscheinlich auch mehr als eine Generation sich entwickeln müssen. Genau, und das, da haben wir echt in der Hinsicht Nachholbedarf. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir 100 Jahre Nachholbedarf haben. Für mich gab es so den Umbruch eigentlich in den 50er, 60er Jahren. Davor hatten wir, war es gar nicht, also gut, die NS-Zeit lassen wir jetzt mal, ne, das ist das andere. Aber was es an beruflichen Selbstverständnis in den christlichen Verbänden gab, ist nicht schlecht gewesen. Da könnten wir uns heute echt eine Scheibe davon abschneiden. Also das würde ich gar nicht so großartig sehen. Dieses Verständnis als Hilfsberuf, also Pflege als Hilfsberuf, das kam erst wirklich ab Ende der 50er Jahre auf. Das wird heutzutage anders erzählt, aber wenn man sich mal wirklich die wissenschaftliche, historische Literatur dazu anschaut, ist es nämlich erst ab Ende der 50er Jahre so. Und mit Wegbruch des christlichen Weltbildes. Man kann darauf schimpfen, auf das christliche Weltbild, aber das hat auch ein anderes berufliches Selbstverständnis bei Pflegekräften zu einem anderen beruflichen Selbstverständnis geführt. Und das erkennen vielleicht noch, oder das können sich vielleicht noch manche daran erinnern, die mit Diakonissen zusammengearbeitet haben. Die hatten einen anderen Bums. Die hatten ein ganz spezifisches Selbstverständnis. Und das fehlt uns. Also jetzt nicht genau unbedingt das, aber uns fehlt eben so diese berufliche, starke Identität und dieses Auftreten. Das haben Einzelne, die sind aber dann eben auch gewerkschaftlich oder in Berufsverbänden organisiert. Aber die große Masse hat es nur wenig. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns fehlt. Und das ist das, wo ich hoffe, dass Pflegekammer da auch eben auch nochmal was bewirken kann. Und du bist quasi das Beispiel ja auch dafür, dass es so sein kann. Ne? Weil das, was du uns erzählt hast, aus deiner Perspektive, also für mich war das total erfrischend. Also vielen Dank, dass wir Anteil nehmen konnten daran. Auf jeden Fall, immer gerne, immer gerne. Und wie gesagt, wäre ich damals nicht nach England ausgewandert, hätte ich höchstwahrscheinlich, I don't know, vielleicht mich auch nicht so verändert. Aber der Sprung nochmal in eine andere Pflegekultur und wie gesagt auch in eine sehr progressiven Pflegekultur, habe ich mich ja auch nochmal neu entwickelt als Krankenschwester, dann als Nurse. Und ja, also für mich wäre ganz klar, ich könnte nur noch in einem Kammerland arbeiten und würde es auch wollen. Von daher, das macht auch Großbritannien mit einem. Das finde ich ein super Schlusswort. Da würde ich am liebsten gar nichts mehr dazu sagen. Es ist ein super tolles Schlusswort gewesen. Ja, also vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für euer Interesse an Großbritannien. Immer wieder gerne. Gern. Ach, darf ich dich darum bitten, doch einmal unsere Hörerinnen und Hörer, vornehmlich diejenigen, die Pflegekräfte sind in Nordrhein-Westfalen, dazu aufzurufen, sich zu registrieren in der Pflegekammer NRW. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, aus dem tollsten Beruf der Welt, nämlich der Pflege, natürlich werdet ihr euch für eine Kammer letztendlich entscheiden, weil das ist NRW, immer fortschrittlich, immer aktiv und we stay positive. Also Kammer, what else? Kammer, what else? Das ist das Wort. Ja, sehr geil. Genau. Danke. Ja, Kammer, what else? Registrieren Sie sich, registriert euch für die Pflegekammer NRW. Dieses Jahr wird gewählt, das erste Kammerparlament in NRW. Registriert euch dafür, stellt euch auf, stellt euch zur Wahl, bringt eure Forderungen mit ein, gestaltet mit. Das ist der Aufruf von uns. Dustin, möchtest du noch kurz etwas zu den demnächst zukünftig folgenden Folgen sagen? Ja, genau. Und zwar, wie ihr alle sicherlich wisst, werden bald die Landtagswahlen stattfinden in NRW. Und dann haben wir uns einfach mal gedacht, so, was sagen die Parteien zu dem Thema Pflege? Also haben wir uns nicht lumpen lassen und haben einfach mal ein paar Parteien eingeladen und wollen sie zum Thema Pflege befragen. Und einige Sozialsprecher der Parteien haben auch zugesagt und wir haben da auch schon Termine gefunden und wollen mit denen sprechen. Was wir aber auch wollen, ist, dass auch ihr Fragen stellt. Deswegen, wenn ihr
irgendwelche Fragen an die Gesundheitssprecher habt, wie die Pflege oder wie das Gesundheitswesen weiterhin in NRW auszusehen hat oder auszusehen soll, dann schreibt uns einfach auf podcast@pflegekammer-nrw.de und wir werden uns dann die meisten Fragen raussuchen und werden dann diese dann den netten Politikern und Politiker dann stellen. Also, haut in die Tasten. Genau, haut in die Tasten. Vielen Dank, Sabine. Vielen Dank, Dustin, für diese tolle Folge. Es war mir, ja, es hat mir total viel Spaß gemacht. Vielen Dank an euch. Genau, jetzt haltet die Ohren steif, werdet nicht krank. Genau. Einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.